schnurriges Willkommen bei Kitty Plays the Dig. Letztes Mal haben wir ja den Strom für die neue Insel aktiviert, sodass die Bahn gekommen ist und sind jetzt zu dieser Insel gekommen. An dieser Insel haben wir gleich eine Lichtbrücke aktiviert und sind jetzt auf dem Weg in eine Höhle mit niedlichen Fledermäusen, die unsere Spielfigur nicht ausstehen kann. Irgendwie werden mir langsam nach und nach alle Figuren unsympathisch. Ganz ehrlich, es gibt so viele niedliche Bilder von Fledermäusen. Und ich glaube, ich habe letztes Mal eine Anekdote versprochen, die Fledermäuse betrifft und die ich ja so niedlich finde. Und zwar waren wir im Sommerurlaub, das war in Ostfriesland, auf einem Bauernhof und haben dort draußen gesessen. Das war mein erster Sommerurlaub ohne meine Eltern. Ja, ich gebe es zu, das war relativ spät. Das war nämlich 11., 12. Klasse oder so mit Klassenkameraden. Und sind wir da hingefahren auf den Bauernhof, hatten eine sehr schöne Zeit, haben dann abends draußen gesessen, haben mit den Kindern von den Besitzern von dem Bauernhof, die waren ein bisschen jünger als wir, haben wir dann zusammengesessen, haben Sechs Nimmt gespielt, schönes Kartenspiel, die Regeln sind einfach zu erklären, ist eigentlich sehr toll. Und haben dann da gesessen und dann sind auch die Fledermäuse so rumgeflogen. Und auf einmal landet eine Fledermaus völlig unvermittelt mitten auf dem Tisch. Und die sitzt dann so da und wir gucken uns die an und die guckt uns an. Und die sitzt da für ein Weilchen, vielleicht eine Minute oder sowas. Und dann fliegt sie wieder weg. Und das war so niedlich, das war so süß. Ich weiß nicht, ich mag Fledermäuse. So, gehen wir mal weiter. Hier sind Sie, Brink. Sie haben nicht geantwortet. Ich war beschäftigt. Ich versuche, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich habe keine Zeit für Unterbrechungen. Das hat Maggie auch gesagt. Mit anderen Worten, Sie wollen, dass ich wieder gehe. Das sind die richtigen Worte. Gehen Sie wieder. Brink ist mir immer noch unsympathischer als Boston. Trotzdem bin ich neugierig und guck, was er macht. Aha. Der fummelt da an irgendeinem Relikt rum. Gut, okay, er ist Archäologe, er untersucht Relikte. Da bin ich aber neugierig und will mal gucken. Sieht aus wie eine ziemlich entartete Maschine. Naja, auf der anderen Seite sehen alle Maschinen da ziemlich... Ja gut, was heißt entartet? Ich konnte mit dem Griff noch nicht richtig was anfangen. Komisch, würde ich jetzt mal sagen, sehen sie zumindest aus. Ja. Ich gehe mal her und spreche Brink nochmal an, auch wenn ich glaube, dass er mich nur anmotzt. Brink! Oh, ich kann ihn tatsächlich auf Sachen ansprechen, aber ich glaube, der wird nicht sonderlich hilfreich sein. Maggie macht sich Sorgen um Sie. Und ich mir auch. Es geht mir gut, Commander. Ich habe mich nie besser gefühlt. Aber wir sind bloß... Es geht mir gut! Mhm. Ja, nur Absal. Maggie macht sich Sorgen um Sie. Nein, das war nicht das, was ich sagen wollte. Und ich mir auch. Nein, ich kann es nicht weiterdrücken. Es geht mir gut, Commander. Leertaste. Ich habe mich nie besser gefühlt. Leertaste. Aber wir sind bloß... Leertaste ist Pause. Es geht mir gut. Aber während wir rumprobiert haben, ist der Dialog auch durchgelaufen. Maggies Arbeit in der Bibliothek macht gute Fortschritte. Dann reden Sie mit Maggie darüber. Es beunruhigt mich, dass diese Kristalle Nebenwirkungen haben könnten. Die einzige Nebenwirkung ist der Neid derer, die sie noch nicht genommen haben. Haben Sie noch mehr davon benutzt? Ihre Wirkung auf Gesundheit und Intelligenz steigert sich bei jeder Anwendung. Und was ist mit Ihrer Wirkung auf den Geisteszustand? Diese Lebenskristalle sind die wichtigste Errungenschaft, die je gemacht wurde. Sie sind die Antwort auf alles. Halt, Moment, nein, die Antwort auf alles, beziehungsweise auf das Leben, das Universum und alles, ist 42 und nicht die grünen Kristalle. Diese Lichtbrücken verbinden die Inseln. Es ist viel schneller, als die Bahn zu nehmen. Ich freue mich ja so für Sie.
sagen, so hätte ich auch reagiert, weil das war sehr zusammenhanglos. Ein paar Metallplatten habe ich schon gefunden. Das auch. Wenn wir alle gefunden haben, können wir vielleicht nach Hause kommen. Sie erinnern sich doch noch an zu Hause, Brink, oder? Erde, Familie, Freunde, Essen? Sie leisten gute Arbeit, Commander Lo. Versuchen Sie unter allen Umständen, diese Platten zu finden. Los, beeilen Sie sich. Gehen Sie jetzt. Nein, ich will erst noch die letzte Gesprächsoption auswählen. Ich weiß nicht, was Sie gerade tun, Brink. Aber diese Geister wollten, dass wir gewisse Dinge erledigen und wir müssen irgendwie zurück nach Hause. Aber das interessiert Sie wohl beides nicht. Was ich tue, ist wichtiger. Aber ich werde nichts vollenden können, wenn ich permanent unterbrochen werde. Es ist sinnlos, mit ihm zu reden. Hier merkt man auch wieder, dass der Irre immer wieder Deutscher ist. Hier können wir hier runter gucken. Da geht's ziemlich tief runter. Und hier hinten ist die Kugel, die durch Lichtbrücken geformt wird. Hier ist also die Mitte. Das ist einfach so schön. Also ich meine, man könnte, ja... Ich weiß nicht, man könnte... Ich würde mir echt so einen Park, so eine Art Adventure-Ferienparadies-Ding, sowas Center-Park-mäßiges, was irgendwie so ein Thema hat, wo du so künstlich angelegte Höhlen... Also ich meine jetzt nicht wie Disney oder so, wo man dann einfach nur durchfährt, sondern wirklich so ein Ferienpark, wo man seine Wohnung hat, so ein kleines Apartment hat. Und das ist, der ganze Park ist angelegt auch über ein Thema, zum Beispiel jetzt hier wie bei The Dig, da hat man dann eben fünf verschiedene Bereiche, wo dann eben die Hotels sind. Also in einem zum Beispiel, entweder man sagt mir, in einem sind die Hotels, man dann ist das und so weiter und so fort. Dann hat man eben so eine Bahn, die das verbindet, natürlich jetzt nicht die Kugel. Dann hat man so Brücken oben, so eine Brückenkonstruktion vielleicht oben oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie gut sich das dann bauen lässt. Und dann kann man da diese Höhlen erforschen und ja, natürlich kann man jetzt nicht hier die Handlung nachspielen oder so, aber man hat überall so ein bisschen was zu sehen und alles eingebettet in schöner Natur. Hier natürlich etwas schwerer, weil es hier alles mit Meer drumherum ist. Das heißt, man müsste das wahrscheinlich künstlich anlegen, irgendwo im Meer. Stab? Was für ein Stab? Ich sehe hier keinen Stab. Aber gut, wenn das Spiel sagt, hier ist ein Stab, dann gucke ich mir den Stab mal an. Gemälde hätte da wohl eher stehen müssen, ne? Ja, das ist wieder ein Hinweis für ein Rätsel. Hier haben wir wieder diesen Felsen mit dem Loch in der Mitte, den wir auch schon im Museum gesehen haben. Und hier haben wir einen Stab und hier sehen wir auch zwei Mondsicheln in diesem Loch von dem Felsen. Das ist auch ziemlich wichtig. Der Stab ist dafür auch wichtig, aber den haben wir noch nicht. So, ja, das ist eben dieser Felsen. Und hier die Steinplatte. Können wir uns mal angucken. Der Felsbrocken scheint eingepasst worden zu sein. Er ist nicht... Mit meinen Händen kann ich ihn nicht bewegen. Sorry, ich dachte, er wäre fertig. Sie ist halb begraben mit Schmutz und Erde. Nun, halb begraben mit Schmutz und Erde, dagegen könnten wir ja was tun. Eine Schaufel ist ja ziemlich gut dazu, Schmutz und Erde zu bewegen. Hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Mal sehen, ob sich die Platte bewegen lässt. Nur nicht wieder reinfallen. Das wäre doof. Ja, Loch. Erst Steinplatte, dann Loch. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Grabkammer, Schmabkammer. Oh, hier sieht man wieder die zwei... hier sieht man wieder die zwei Sicheln und wenn ich hier drauf tritte, geht oben das Fenster auf, würde ich sagen. Hört komische Geräusche. Ist immer doof. Was haben wir denn noch? Hier, das hier vielleicht passiert, da sehe ich doch nichts. Also das ist eben hier oben, ne? Das ist, weil ich hier runtergegangen bin. Das ist wie ein Loch.
Das ist ein grob gemeißeltes Loch in der Wand. Ja, dann stecken wir mal was rein. Ich probiere jetzt tatsächlich random in Anführungsstrichen durch. Welchen Zweck könnte das wohl gehabt haben? Ja, da habe ich ihn wieder unterbrochen. Ich weiß, die Stäbe benutzt, die guckt man sich wirklich nur an, um die Kombination zu finden. Den Schaft von der Schaufel einstecken macht keinen Sinn. Die Kugeln benutzt man tatsächlich nur zum Wiederbeleben. Das hier war für die andere Stelle. Von daher ist das einzig Logische, was ich ausprobieren könnte. Und es war auch die richtige Lösung. Jetzt haben wir eine dezente Beleuchtung. Das war's aber auch schon. Gut, wir haben ein Item im Inventar weniger, das heißt, wir haben weniger Dinge, über die wir nachdenken, wenn wir versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Okay, jetzt wird das Ding auch schon Gruft genannt. Wir müssen also irgendwie das hier beeinflussen können. Okay, gehen wir mal zurück auf die Inselbasis. Da können wir nur zurück zur Bahn. Das ist also wirklich nur ein Gang. Gut, wenn es zurück zur Bahn geht, dann kann ich natürlich überlegen, was ich sonst machen kann. Ich dachte, dass der Raum, um das zu beeinflussen, wäre... Es kann natürlich sein, dass das trotzdem dieser Raum hier ist. Ich habe auch nichts, ne, mit dem ich die Steinplatte mal beschweren könnte. Wisst ihr was? Ich gehe mal her und guck mal, ob ich von Maggie irgendwelche Hilfe kriege. Robbins, hier ist Low. Hören Sie mich? Erstmal beschwere ich mich über Brink. Robbins hier. Was ist los? Brink scheint sehr merkwürdig geworden zu sein, bevor er abgehauen ist. Vielleicht haben diese Kristalle Nebenwirkungen. Sag ich ja auch die ganze Zeit. Vielleicht will er auch nur eine Weile allein sein. Beziehungsweise Boston sagt das die ganze Zeit. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nichts. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube... Und diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat. Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boston. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus, aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht. Ich finde, wir sollten uns wieder zusammentun. Warum? Ich bin davon überzeugt, der Schlüssel zu unserer Heimkehr steckt hier in den Konsolen. Erkunden Sie weiterhin die Umgebung hier und ich arbeite daran, uns wieder nach Hause zu kriegen. Wenn ich es rausbekommen habe, nehme ich Sie mit, ganz kostenlos. Ja, am Ende sagt jeder, lass mich bitte in Ruhe arbeiten. Sie ist aber freundlicher dabei. Ich wüsste nur zu gerne, wie diese Lebenskristalle funktionieren. Brink verwendet sie momentan wahrscheinlich an sich selbst. Und wird dabei high. Ich hoffe nur, dass er sich nicht selbst umbringt. Vielleicht ist Lebenskristall nicht der richtige Name dafür. Langsam werde ich auch etwas... Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Die Insel im Zentrum und die Felsen sind nicht nur durch Unterwasserbahnen miteinander verbunden. Es existieren auch noch Lichtbrücken, die von den Inseln zu einem transparenten Kristall im Zentrum führen. Eine Brücke aus Licht? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber es ist wahr. Ihre Technik ist unserer so weit voraus, dass mich gar nichts mehr wundert. Ja, da gibt vieles keinen Sinn. Was ich eben sagen wollte, ich fange langsam an müde zu werden, das heißt, das wird die letzte Aufnahme sein. Wenn diese Leute Brücken aus Licht machen können, was können sie dann noch alles? Sie meinen so etwas wie Lichterketten? Ich dachte mehr an ein Haus aus Licht. Das wäre auch was. Helle Freude. Erleichtert. Ja. Versuch mein Wortspiel mit Leid zu übersetzen.
enlightened war wahrscheinlich das die Vorlage für erleichtert. Lichtes Haar. Leichtherzig. Und auch hier light kann eben Licht und leicht bedeuten und das ist schwer Kleider zu aus Licht. Erleichtert. Kleider aus Licht. Leichtherzig. Okay, das ist jetzt nur noch randommäßig irgendwelche Wortwitze. Schade. Ich hätte gedacht, sobald man einmal durch alle durch ist, wird das auch abgeblaut. Maggie, ich habe einige Platten gefunden, wie die aus dem Asteroiden, die uns hierher gebracht haben. So viel wir wissen, können uns alle Platten, die wir finden, plötzlich ans andere Ende des Universums befördern. Vorschlag? Ich suche noch ein paar von den Platten und Sie entziffern die Sprache, dann können wir die Anleitung lesen. Na toll. Sie suchen Platten, die auf dem Boden herumliegen, während ich versuche, die Sprache einer unbekannten Kultur zu entschlüsseln, ohne zu wissen, wie sie denken oder worüber sie schreiben. Ja, das nenne ich faire Arbeitsteilung. Ich wollte gerade sagen, klingt doch nach einem fairen Deal. Oh, da gibt's noch was. Bin immer noch auf der Suche nach den Platten, Maggie. Dann schauen Sie doch auch mal, ob Sie ein großes, saftiges Steak finden können. Hatte ich heute Mittag. Oder einen netten Salat oder ein bisschen Obst. Ich will Sie ja nicht aufhalten. Salat hatte ich auch. Wir haben gegrillt. Hier fliegt irgend so ein Vieh rum. Sehr irritierend. Hat das etwas mit den Geistern zu tun, dass Brink abgehauen ist? Was meinen Sie? Vielleicht fühlt er eine Verwandtschaft mit ihnen, wo er doch tot gewesen ist. Da legt sie den Kopf fragend schief. Danke. Okay. Das war nicht hilfreich. Wobei ich natürlich hätte auch auf das da... Das mache ich jetzt nochmal auf das Fragezeichen klicken können, weil eventuell Robin, ist das hier ist low. Hören Sie die mich? Frage... Was kann... Robins hier, ich höre Sie. Quasi, es gibt mir einen Hinweis. Glauben Sie, die Kristalle haben etwas damit zu tun, dass Brink verschwunden ist? Nee, ist es nicht. Wer weiß, was für Nebenwirkungen die haben. Dennoch ist es ziemlich unglaublich, dass sie überhaupt funktionieren. Manchmal frage ich mich, ob wir hier je wieder einen Weg zurückfinden. Geben Sie nicht auf, Boston. Wir haben noch viel Zeit. Ja, bis wir verhungern. Danke. So, Brink hilft uns eh nicht. Und die anderen zwei bringen nichts. Und Lunar Lander werde ich nicht spielen. So. So wie sich das für mich anfühlt, ist das Einzige, was wir als nächstes machen können, zu der Ratte zu gehen. Und ich würde sagen, ich muss eben mal austreten. Das heißt, ich mache mir eben eine kleine Aufnahmepause und schaue derweil auch tatsächlich nochmal ganz kurz nach, was das bei der Ratte war, ob wir was vergessen haben oder ob wir tatsächlich einfach nur hin und her laufen müssen. Ich gucke mir auch nur diese eine Einzelheit an, möglichst. Ich will mich nämlich möglichst wenig spoilen und möglichst viel aus Erinnerung oder rausfinden machen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, da 3-4 Folgen lang nur rumzulaufen. Also, bis gleich. So, ich habe nochmal nachgelesen, wir haben tatsächlich nichts falsch gemacht. Wir waren einfach nur nicht gut genug. Probieren wir es also nochmal. Da drinnen bewegt sich etwas. Also die Anleitung ist, auf die Ratte zuzulaufen. Und interessanterweise, das ist jede Menge unnütz. Jede Menge. Jede Menge. Das heißt, man soll die Löcher untersuchen, solange bis die Ratte rauskommt. Jede Menge un. Jede Menge un. Da drinnen bewegt sich. So, und jetzt soll man eigentlich hier so.
Ja, das Problem ist, dass man halt auch nicht genau weiß, wo er hinlaufen wird. Aber das Pathfinding von ihm ist nicht... Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die mittlerweile hier irgendwo in der Luft. Da drinnen bewegt sich etwas. Der läuft auch so langsam. Da drinnen jede Menge. Jede Menge. Jede Menge unnütz. Jede Menge. Jede Menge. Jede Menge. Unident. Da drinnen jede Menge un. Jede Menge un. Jede Menge un. Jede Menge un. Unidentifiziert. Jede Menge. Jede Menge unnützer Schrott. Jede Menge. Jede Menge. Da drinnen bewegt sich etwas. Ich glaube, ich werde jetzt mir noch mal ein Video angucken. Ich krieg's nämlich nicht hin. So, dann wollen wir es doch mal mit noch mehr Informationen versuchen. Ich habe mir einfach ein anderes Let's Play angeguckt. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das. Es ist echt. Da drinnen bewegt sich etwas. Also die Ratte geht hier nach rechts. Ich stelle mich hier zwischen die beiden Dinge. Und dann kommt die Ratte an die Stelle, also kommt dann hier hin. Und dann laufe ich einfach nach vorne. So. Zack. Jetzt habe ich dich. Wenn ich dich freilasse, läufst du dahin, wo du schöne glänzende Maschinenteile versteckst. Das einzige Problem ist, wie soll ich dir folgen? Genau. Ein dünner Metallstab. Dafür brauche ich das, was auch immer dieses Gerät hier sucht. Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Das würde ich quasi der Ratte geben. Das war nämlich das... Der Grund, warum das Gerät hat, das würde ich der Ratte geben und dann rennt die irgendwo hin und ich kann ihr direkt folgen. Aber ich habe noch nicht das. Wobei, oben an der Oberfläche. Zurück. Mal zurück zum Nexus. Oben an der Oberfläche hat es ja nach links und rechts gezeigt. Eventuell ist das tatsächlich ein Punkt, den wir an der Oberfläche finden. Und dass wir an der Oberfläche etwas finden, was dieses Gerät anzeigt und das wir dieser Ratte geben müssen. So, gucken wir mal. Fahren wir nochmal zum Nexus und gehen nochmal ganz nach draußen. So. Das mit der Ratte hat jetzt wirklich länger gedauert, als ich gehofft habe. War echt nervig, ich musste zweimal nachgucken. Weil in der textuellen Anleitung tatsächlich nur stand, ja, dann jag sie halt da rein. Ich hatte gehofft, dass da drin steht, wie man sie reinjagt. In so einem Fall kann man auch mal zwei Screenshots reinmachen, wobei das war ein Forenbeitrag. Ah doch, Foren können ja auch Screenshots. Ich bin ja kein Freund von
Ich gucke mir zwar Let's Plays an, aber ich bin kein Freund von Hints oder sowas, die in Videoform sind, weil oft ist es so, dann hast du ein 10 Minuten langes Video oder ein 5 Minuten langes Video, was in textueller Form 3 Punkte gewesen wären, vielleicht noch mit einem Screenshot dazu und dann ist die Sache erledigt. Aber ein YouTube-Video bringt halt Views und Views bringen mir jetzt nicht, weil ich es eh nicht aktiviert habe, aber bringen halt Geld und scheinbar hoffen die Leute drauf, mit so einem Quatsch Geld zu verdienen. Ich finde das einfach nur schrecklich. Für mich ist das Zeitverschwendung oder 5 Minuten meines Lebens verschwendet, um eine Information zu kriegen, die ich andernfalls in 10 Sekunden gekriegt hätte. Plus nochmal jetzt 5 Minuten mich drüber zu ärgern und immer wieder mich drüber zu ärgern. Also das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Es zeigt hinter mich. Na bitte. Sie strahlt Energie aus. Ja, wie ihr seht, habe ich die Pfoten nicht wieder angezogen, eben nach der Pause. Hinter ihm ist hier diese Schuttrampe. Gucken wir doch mal, was da ist. Schuttrampe. Es scheint auf diesen Hügel zu zeigen. Da haben wir es. Das war der Grund, warum diese Location überhaupt existiert. Das Gerät zeigt auf diesen Hügel. Ich vermute, dass dort etwas vergraben ist. Ein Armreif. Sieht aus wie ein Armreif. Es ist wahrscheinlich so, dass man diesen Armreif Kindern gegeben hat und dann konnten die rumrennen und spielen. Man konnte sie immer wieder finden. So, gehen wir wieder nach drin. Ich glaube, das war die Insel. Nein. Wenn es die Insel wäre, wäre die Bahn da. Das ist die Gruftbahn. Museumsbahn. Museum ist auch falsch. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir wollen hier hin zu der Bahn, wo wir nicht wissen, noch keinen Namen für die Insel haben. Nicht wissen, wo sie hinführt, wäre falsch. Wir haben einfach keinen Namen für diesen Ort. So. Zum Plateau. Und jetzt geben wir eben das GPS-Tracking-Device, was man normalerweise Kindern an den Armen hängt, geben wir jetzt der Ratte. Oder dem Beast, wie das Spiel es hier nennt. Und lassen eine sie kleine frei. Außerirdische Kreatur mit einem elektronischen Halsband. Genau. Und daher lassen. Eine kleine außerirdische. Ich will sie freilassen. Du darfst auch gerne, also wirklich, du darfst es hochheben, ja. Und da rennt sie weg. Verschwinde, Kleiner! Lauf dahin, wo du hingehörst! Genau, und mich interessiert jetzt, wo gehörst du hin? Es zeigt nach rechts. Ja, also, ist das jetzt irgendwie aus seiner Sicht oder so? Weil für mich hat das nach da gezeigt. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Hier war wirklich irgendwas, dass man mit der Schaufel dann da ein Loch graben musste. Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich glaube, ich musste in diese Höhle rein. Irgendwo wieder durch den Schlitz. Ich dachte, dass ich eins von den Löchern vergrößere. Tut mir leid, Freund, aber dein kleines Haus wird jetzt eine große Eingangstür bekommen. Dann macht er den Schlitz auf. Und da drin brauchen wir dann das Gerät, um die richtige Stelle zu finden. Das ist groß genug, um mich durchzuquetschen. Dann tu das doch. So, hier müssen wir jetzt quasi rausfinden, wo das Ganze ist. Und da macht es muss gleich hier drunter sein. Hier zeigt das Gerät hin.
gleich hier drunter. Das ist die Das Suchgerät Richtung. Zeigt hierhin, aber ich kann nichts sehen. Naja, die Ratte wird wahrscheinlich unterirdische Gänge haben. Dann gehen wir mal her und mal. Was wäre, wenn ich diese Schaufel nicht mitgenommen hätte? Nein, darüber lohnt es sich nicht nachzudenken. Dann hättest du dir jetzt wahrscheinlich eine gebastelt gehabt schon. Das hat der kleinen Ratte sicher gar nicht gefallen. Sie ist in einem der Tunnel verschwunden. Nun, aber wir haben das Maschinenteil bekommen. Vielleicht bekomme ich jetzt die Tür auf. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Huch. Sieht aus wie ein Stück Rohr oder so. Okay, gehen wir wieder hoch. Setzen das Maschinenteil in die Tür ein und können die Tür aufmachen. Beziehungsweise ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die halbe Stunde ist schon wieder voll. Also, ich leite gleich die Würfelung ein und sage jetzt schon mal Ciao, miau.